Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich habe mir deine ganze Performance angesehen. Jetzt lass mich dir zeigen, wie dankbar ich dir bin. Das hast du wirklich gut gemacht. Jetzt steht mir niemand mehr im Weg. Ich kann endlich tun, was ich will. Ist schon verrückt, oder? Niemand könnte je akzeptieren, dass ich meinen Bruder töte. Aber wenn ich seinen Mörder töten würde, wäre ich ein Held. Zu schade, dass du aus deiner fatalen Fehleinschätzung nichts mehr wirst lernen können. Sieh an, wenn das nicht unser Neuzugang ist. Hab gehört, du hast diese Predigerbrüder kalt gemacht. Du hast dir im Handumdrehen jede Menge Feinde gemacht. Also sage ich das nur einmal. Wir Jäger stehen nicht auf Konkurrenz. Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Wir kümmern uns um die Monsterjagd bei Gideon's Rock. Wenn du in unser Revier eindringst, bist du auf dich alleine gestellt. Meine Leute sind ein zusammengewürfelter Haufen von Söldnern aus ganz Jericho. Ich bin diejenige, die den verdammten Laden am Laufen hält. Wir haben den Auftrag, einen verrückten Mutanten bei Gideon's Rock zur Strecke zu bringen. Und das machen wir auch. Ohne Fragen zu stellen. An deiner Stelle würde ich lieber keinem Jäger da draußen dumm kommen. Mich eingeschlossen. Alles klar? Als ob du davon noch nicht gehört hättest. Alle reden über diese verdammte Kreatur. Irgend so ein Naniten-Mutant macht Jericho unsicher. Der hat einen halben Knast abgerissen und in Downtown jede Menge Leute abgeschlachtet. Jetzt hat sich das Ding nach Gideon's Rock verzogen. Und ein reicher, alter Kerl hat eine Prämie für das Hirn der Kreatur ausgesetzt. Die werden wir uns holen. Das könnte unser Ticket hier raus sein. Niemand wird uns in die Quere kommen. Nicht die Hüter des Funkens, nicht das AID.
Und bestimmt nicht du. Ich gehe dir aus dem Weg, sobald du mir aus den Augen gehst. Wenn du mir bis nach Gideons Rock folgst, kannst du dich auf was gefasst machen. Ich kann keine blutigen Anfänger brauchen, die mir die Jagd versauen. Echt jetzt mal. Nicht cool. Das ist ein Andenken an meine Ex. Ich meine, was würdest du denn wohl sagen, wenn ich einfach so an deinem Arbeitsplatz aufkreuzen und alles mitgehen lassen würde? Das war ein... Mir doch egal. Wollte ich eh nicht zurückhaben. Brauche ich nicht. Klassiker. Junge trifft Mädel, Mädel macht Schluss. Alles im Eimer. Hat gesagt, sie muss zu sich selbst finden. Und jetzt kann sie gar keiner mehr finden. Hab das Gerücht gehört, dass dieser eklige Gangster Little Johnny aus Port Nixon sie abgeschleppt hat. Ich meine, ich würde ja sofort darüber gehen und die Lage checken. Aber in dem Teil der Stadt habe ich einfach zu viele Feinde. Vielleicht könntest du ja, was weiß ich, vielleicht ein wenig rumschnüffeln? Genial! Ich hatte gehofft, ich kann dir das irgendwie ans Bein binden. Mist! Ich habe das gerade laut gesagt, oder? Ich brauche wirklich Hilfe. Ich bin mit meinem Latein ja sowas von am Ende. Moment mal. Sie hat was gemacht? Leck mich! Wie zur Hölle konnte die sich so eine Scheiße einbrocken? Alles nur, weil dieser Fettsack sich an meine Lady ranmachen wollte. Dem werde ich, weißt du, mal so richtig einen einschenken. Hilfe ist unterwegs, April. Hab nur Geduld. Zeit zu gehen. Was du anfasst, musst du auch kaufen. Alles klar dann? Ich bin's, April. Ich wollte schon längst mal wieder anrufen, aber du weißt ja, wie das ist. Ich wollte dir nur sagen, dass bei mir alles okay ist. Ich habe jemand anderen kennengelernt. So läuft das halt. Bitte vergiss mich und leb dein Leben weiter. Gute Arbeit! Hier riecht's nach einem neuen Audiolog. Willkommen zurück, Killer. Du hast zwei der berüchtigsten Anführer in ganz Jericho auf dem Gewissen. An deiner Stelle würde ich mich mit meinem Notar in Verbindung setzen. Also, wie wär's? Hast du Informationen für mich? Du hast mehr als 20 Audiologs gesammelt. Ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Leb wohl. Ich werde meine Akte über dich aktualisieren. Hört mir gut zu, meine Jünger.
Ein Eindringling hat sich in unseren heiligen Orden geschlichen. Er hat meinen Bruder umgebracht und jetzt trachtet er mir nach dem Leben. Sucht und findet diesen Ketzer und lasst ihm Gerechtigkeit widerfahren. Unsere heilige Mission steht auf dem Spiel. Keine Sorge, dies ist noch nicht das Ende. Bist du verrückt geworden? Bruder Eli wird sich deinen Kopf auf einem Silbertablett bringen lassen, wenn du versuchst, in seine Kapelle einzubrechen. Du hast was getan? Du hast ja keine Ahnung, was für ein Chaos du entfesselt hast. Ich ziehe mich aus der Gefahrenzone zurück. Du solltest das auch tun. Unter der Stadt gibt es ein ganzes Netzwerk von Tunneln, in denen man sich verstecken kann. Jägern gesichtet. Möglicherweise feindselig. Verstanden. Ich habe sie beim Scannertor gesehen. Over and out. Partner, erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns unten vor dem Knast getroffen. Du bist ja gerade Stadtgespräch. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Bei Interesse findest du mich unter der Brücke beim Kanal. Ich warte da auf dich. In a prison. Mal von Black Cerberus gehört? Ist genauso hart im Nehmen. Und das ist ein ziemliches Kompliment. Und wie ich sehe, hast du neue Ausrüstung. Keins meiner Lieblingssets, aber dennoch beeindruckend. Also ich weiß ja nicht, was du da draußen angestellt hast. Aber du hast mehr Leute in den Wahnsinn getrieben, als ein PEX-Roboter je könnte. Wenn du so gut darin bist, neue Ausrüstung zu finden, dann könnten wir beide ja zusammenarbeiten. Das glaubst du mir nie. Gleich an meinem ersten Arbeitstag bei Creo Industries ist ein gigantischer Energiestoß durch deren gesamte Anlage geschossen. Ich habe Tage damit zugebracht, gegen meine verrückt gewordenen Kollegen zu kämpfen, bis ich es schließlich aus der Anlage rausgeschafft habe. Und wofür? Ich war gerade erst in Jericho City angekommen, da wurde die Stadt auch schon von dieser verdammten Mauer abgeriegelt. Dumm gelaufen, im Doppelpack. Seitdem habe ich nichts als Ärger am Hals. Ich bin der perfekte Sündenbock. Diesmal werde ich rauskommen, so viel steht fest. Aber zuerst decke ich deren falsches Spiel hier auf. Wir müssen raus aus dieser verfluchten Stadt. Die ganze Sache von wegen Quarantäne stinkt doch zum Himmel. Der einzige Weg, der aus Jericho City herausführt, ist, die Wahrheit aufzudecken. Aber die bei AID wissen schon, dass ich hier bin. Die werden mich finden, wenn ich mich zu weit vorwage. Also bleibe ich lieber hier im Untergrund. Ich brauche eine Tarnung. Ein Rüstungsset von AID würde es mir erlauben, mich an denen vorbeizuschleichen.
Vielleicht komme ich ja in deren Kommandozentrale. Ich werde versuchen, bis zu deren Computer zu kommen. Ich muss wissen, was mit den Kindern passiert ist, die sie mitgenommen haben. Wenn die ein Gegenmittel für Defrag gefunden haben, warum halten sie es dann geheim? Ich kann's dir sagen. Weil man mit Bullshit niemanden heilen kann. Denk an meine Worte. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Sehr gut. Diese Typen sind mehr Maschine als Mensch und kennen keine Gnade. Warum sollten wir dann? Nimm die Ausrüstungsteile ins Visier, die wir brauchen, und trenn sie ab. Dann gehst du zu einer Montagestation und voilà, schon hast du ein brandneues Rüstungsset. Ach ja, vergiss nicht, den Kram bei mir vorbeizubringen. Generatoren deaktiviert. Behaltet sie im Auge! Sie rennt zu dem U-Bahn-Tunnel! Wir werden sie nie wiederfinden, wenn sie es bis in die Tunnel schafft! Egal, der General hat schon ihre ID. Die will nach Gideon's Rock. Die Söldner in Hanging Gardens können das übernehmen. Hanging Gardens, verstanden.
noch verbliebenen Personen sind aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis die Ausgangssperre aufgehoben wird. Personen auf den Straßen haben mit Strafen zu rechnen. Aus unserer Kanalisation, Mortimer. Was? Ich habe diese Kanäle im Schweiße meines Angesichts mit blutigen Händen selbst gebaut, Freundchen. Die verdammten Tunnel verbinden die gesamte Stadt. Und jetzt? Jetzt darf ich hier nicht mal ein paar Stunden pennen. Gib keine Ehre unter Dieben, was? Nicht seitdem du mir mein Credits-Implantat gestohlen hast. Verzieh dich! Thank you.
Genug vom Rumsitzen und Warten. Du willst auf den Straßen von Jericho City wieder für Gerechtigkeit und amerikanische Werte sorgen? Worauf wartest du dann noch? Zusammen können wir uns die Stadt ein für alle Mal wieder zurückerobern. Mit vereinten Kräften werden wir die Nanitenseuche eindämmen und uns das zurückholen, was uns gehört. Schließ dich den Jägern an und erledige die Nanobestie von Gideon's Rock. Für wen hältst du dich? John Wayne? Setz dich in Trab!
Willst du zur Party? Immer geradeaus. Normalerweise müsste ich dich filzen, aber was soll's. Den Leuten hier ist es mittlerweile doch eh scheißegal. Die wollen einfach vergessen, was hier unten abgeht. Da oben trifft man jede Menge Irre, denen man irgendeinen Gefallen tun soll. Was für Jammerlappen. Hätte stattdessen den Job in Seaside Court annehmen sollen. Diese Party ist total für den Arsch. Dein Bruder Single, oder was? Oh, Jess, du bist widerlich. Sei doch so gut und bring mir ein Spaghetti von der Bar. Dann können wir reden. Neues Gesicht. Hatten wir ja schon einige Zeit nicht mehr. Wir haben einige ziemlich spannende Gäste bei dieser Party. Zu reich, um sich zu sorgen, zu arm, um zu gehen. Ich bin da anders. Ich werde längst weg sein, wenn der Karren hier vor die Wand fährt. Ein Mann meines Formats braucht die exquisiteste Rüstung, die es nur gibt. Leider waren die überzogenen Ambitionen meines letzten Lieferanten gleichzeitig sein Untergang.
Das und die Spitze einer Jägerklinge. Schätze mal, es hat sonst keiner den Mumm, da rauszugehen und zu tun, was zu tun ist. Okay, aber das wird kein Kinderspiel. Das hätte ich dir vorher sagen sollen, oder bevor ich dich um deine Hilfe gebeten habe. Keine Sorge, du machst das schon. Kennst du diese wunderschönen Roboterstatuen von Gideon Rock? Deren Rüstung sind einfach makellos. 24 Karat purer Schutz. Natürlich müsste man denen jedes Rüstungsteil einzeln abnehmen. Neu zu starten. Ich denke, das versteht sich von selbst. Mal sehen. Ich brauche immer noch ein Kopfmodul. Und das Brustmodul? Ja, nada. Ah, du hast noch kein einziges Beinmodul für mich gefunden. Und beide Armmodule fehlen noch. Zu schade. Tja, immer schön dranbleiben. Sieh an. Da hat Yoko wohl einen neuen Verehrer. Hüte dich vor der Kleinen. Die frisst dich zum Frühstück. Durst mehr, aber... Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. Ich könnte ein ganzes Pferd verdrücken. Party time! Hast du die Statuen entblättert? Klar. Was willst du wissen? Ah, wen kümmert's? In meinem Alter fühlt sich jeder Tag wie das Ende der Welt an. Mein Name ist Highborn. Ich bin einfach nur ein bescheidener Barkeeper mit einem Herz aus Gold. Jetzt fehlt mir nur noch die passende Rüstung. Stark bleiben, mein Lieber. Du bist ja total unscharf. Ich glaube, ich hatte ein paar Gläser zu viel und jetzt muss ich einfach immer weiterreden. Und weiter, ist wie ein unendlich endloses irgendwas. Alles geht vor die Hunde, weißt du? Ich kann mein Hirn nicht abschalten, egal wie sehr ich mich verabschieße. Ich bin mir da nicht mal sicher. Nichts ergibt noch einen Sinn. Meine Firma hat vor ein paar Tagen einen Auftrag von AID bekommen. Geldregen zur richtigen Zeit. Ich brauchte nur ein paar infizierte Kinder zu suchen und zur AID-Basis zu schicken, damit sie von D-Frag geheilt werden. Es ist nur das... Ich habe nie wieder was von denen gehört. Ich will einfach nur meine Kohle verballern und mein Hirn abschalten. Ich muss aufhören, immer nur an diese verdammten Kinder zu denken. Wow, das ist ja genial. Du tust mir echt einen großen Gefallen. Pah. In meiner Welt geht gerade Wichtigeres ab. Das ist im Stadtviertel hinter dem Evakuierungslager Gateway Bravo. Oben auf dem Highway, aber die haben fast alles abgeriegelt. Bis dann. Stellst du mir nach? Ich hab dir doch schon gesagt, das Monster gehört mir. Mich ums Geschäft kümmern. Wonach sieht's denn aus? Meine Leute und ich werden dieses Biest zur Strecke bringen. Schnell und ohne Gnade. Denk gar nicht erst daran, dich einzumischen. In Gideons Rock ist die Hölle los. Aber noch solltest du uns nicht abschreiben. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei.
Ein guter Commander behält immer das große Ganze im Blick. Dafür bin ich hier am besten Platz. Mit solchen Kerlen hast du nur Probleme. Den Jägern ist jeglicher Sinn für Geschlossenheit abhanden gekommen. Sobald wir mit dieser Sache hier fertig sind, trete ich denen so in den Arsch, dass sie nicht mehr wissen, wie sie heißen. Aber bis dahin habe ich Wichtigeres zu tun. Ich hab dir doch schon gesagt, das Monster gehört mir. Wobei, wenn du eh da rausgehst, du kannst den anderen Jägern gerne was aufs Maul geben. Sag ihnen, Jordan schickt dich. Wir feiern, als wird's kein Morgen geben! Ich behalte dich im Auge.